Herzlich willkommen zur 17. Folge von PowerPoint TV zum Thema Bildeffekte in PowerPoint 2007 und mit einem Special zum Teamboard. Wir melden uns hier kurz vor der Berlinale und sind eigentlich auf dem Weg, uns den goldenen Bären für PowerPoint TV abzuholen, aber die findet leider noch nicht statt, sondern erst nächste Woche. Ja, wir üben schon mal, wie man auf einem roten Teppich dann gehen kann. Und ich möchte natürlich nicht vergessen, auch die Sponsoren der heutigen Sendung vorzustellen. Das ist einmal die Firma TechSmith und dann Presentation Load. Das erste Tutorial ist zu PowerPoint 2007 und zwar zeigt uns Ute Simon, wie Sie in PowerPoint 2007 Bilder neu einfärben und welche zusätzlichen Funktionen Sie jetzt dazu nutzen können. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in PowerPoint 2007 Bilder ganz einfach neu einfärben können. Ich habe hier ein Bild gefunden, das ich für meine geplante Folie gern übernehmen möchte. Leider passt es mit seinen vorherrschenden Brauntönen überhaupt nicht zum Layout der Folie. Dort wäre ein Grau oder ein Blaugrau angesagter. In den älteren PowerPoint-Versionen müsste ich dieses Bild nun in ein Grafikbearbeitungsprogramm laden, um es dort in den Farben anzupassen. In PowerPoint 2007 ist dieses viel einfacher geworden. Ich klicke das Bild an und gehe auf die kontextsensitive Registerkarte Bild Tools Format. Dort finde ich ganz links den Menüpunkt Neu einfärben, ganz links den Befehl Neu einfärben und dort werden mir die in meinen Designfarben eingestellten Farben in hellen und dunklen Varianten angeboten. Durch einfaches Daraufzeigen kann ich die Wirkung auf meiner Folie sofort überprüfen. Und ich denke, ich entscheide mich für dieses helle Blau. Mit einem Klick übernehme ich es. Anschließend kann ich mit den Punkten Helligkeit und Kontrast in der gleichen Gruppe anpassen, noch Feineinstellungen vornehmen. So könnte ich hier die Helligkeit noch ein wenig erhöhen und den Kontrast noch ein wenig zurücknehmen, um dieses Bild noch mehr in den Hintergrund treten zu lassen. Wenn ich es mir irgendwann anders überlege, finde ich hier auch den Befehl Grafik zurücksetzen, der die Grafik wieder auf ihre ursprüngliche Farbe zurücksetzt. Zum Thema Börse habe ich in den Cliparts auch die Symbole für Bulle und Bär gefunden. Sie würden mir vom Motiv her zwar ebenfalls für meine Präsentation gefallen, allerdings passt die leuchtend gelbe Hintergrundfarbe überhaupt nicht. Ich finde aber unter Neu einfärben als letzten Punkt auch das Symbol für transparente Farbe bestimmen und mit diesem Zauberstab klicke ich nun einfach in das Gelb, um es zum Verschwinden zu bringen. Die letzten gelben Reste lasse ich auch noch verschwinden, indem ich die beiden Grafiken mit einem Grau umfärbe. So konnte ich mit wenigen Mausklicks die drei Bilder an meine Folie anpassen. Und wir schalten um zu den Klicktipps. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Webseite slideshare.net. Sie haben vielleicht schon mal das Problem gehabt, dass Sie eine PowerPoint-Präsentation haben, die Sie an eine große Menge Leute verteilen wollen. Zum Beispiel, Sie haben einen Vortrag gehalten und wissen aber gar nicht so genau, wer den Vortrag überhaupt verfolgt hat. Vielleicht haben Sie Ihre E-Mail-Adresse zum Schluss angegeben und gesagt, Sie schicken denen die Präsentation. Und dann haben Sie festgestellt, naja, ich habe so viele verschiedene Schriften benutzt, die es gar nicht gibt in Wirklichkeit. Und PDF habe ich nicht zur Verfügung. Was mache ich? Dafür eine Lösung bietet die Webseite Slideshare noch eine Beta-Version. Dort können Sie PowerPoint-Dateien hochladen,
auch PDF-Dateien, aber eben unter anderem auch PowerPoint-Dateien und praktisch mit anderen Leuten teilen. Das heißt, Sie können denen dann einfach einen Link schicken oder auf Ihre Homepage machen Sie einen Link. Dann öffnet sich ein Fenster. Hier rechts unten in der Ecke sehen Sie zum Beispiel jetzt einfach was zum Slideshare of the Day, Show of the Day, also zum Beispiel zum Thema Microsoft will Yahoo kaufen. So sieht das Ganze dann zum Beispiel aus. Hier eine Webseite von einem Vortrag von einer Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe in Hamburg. Hier hat Dennis Mohrhardt seine Folien einfach hochgeladen und jetzt kann sich jeder das angucken. Das ist ganz pfiffig gemacht, man kann das im Vollbildschirm anzeigen. Das bringt jetzt hier nicht viel in der Präsentation, aber funktioniert wunderbar wie eine genaue PowerPoint-Präsentation. Und dann kann man hier vorwärts blättern, rückwärts blättern, zum Anfang springen, zum Ende springen und so weiter und so fort. Eine hervorragende Alternative. Nicht mehr ganz frisch die Neuigkeiten, aber trotzdem noch wichtig, es gibt ein neues Update für Office 2007 Benutzer. Gehen Sie dazu auf die Microsoft Homepage, dann auf den Bereich Mehr Downloads und dort finden Sie links oben in der Ecke den Punkt Office. Und dann sehen Sie hier an zweiter Stelle, Sie sehen vom 8.12., also aus dem letzten Jahr, aber trotzdem noch sehr aktuell das Update oder Service Pack für Microsoft Office 2007. Quiztime! Die Frage der letzten Sendung lautete, welche Dateiendungen haben die Add-ins in PowerPoint 2003 und in PowerPoint 2007? Die Lösung, Axel? Die Lösung hatte Dieter ja eigentlich auf dem Bildschirm gemalt und es war ja sehr eindeutig zu erkennen. Aber nochmal ausgesprochen, die Lösung PPA in PowerPoint 2003 und PPAM für PowerPoint 2007. So, und die Gewinner werden jetzt wieder eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Die Quizfrage der heutigen Sendung lautet, über welches Register kann ein Bild in PowerPoint 2007 neu eingefärbt werden? Drei Antwortmöglichkeiten haben wir. Erstens Startformat, zweitens Bildtools-Format oder drittens Zeichentools-Format. Welches ist richtig? Zu gewinnen gibt es diesmal einmal Camtasia Studio 5 von der Firma Texmis. Noch ein Hinweis zur Quizteilnahme. Bitte verwenden Sie das Formular von der Webseite www.ppt-tv.de und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So, kommen wir nun zu unserem Special. Und zwar geht es um das Thema Teamboard. Uwe Felser zeigt uns zum einen, was das Teamboard überhaupt ist und wie Sie es verwenden können. Und als besonderen Bonus hat uns Uwe Felser 20% Rabatt für die Zuschauer eingeräumt. Und zwar für alle, die bis zum 29. Februar, wir haben ein Schaltjahr, bestellen. Ja, Sie brauchen bei Ihrer Bestellung einfach nur sagen, PowerPoint TV, dann weiß er schon Bescheid und zieht Ihnen die 20% einfach ab. Ich möchte Ihnen Uwe Felser vorstellen, den Produktmanager von Teamboard. Und der wird uns jetzt eine kurze Einführung in sein Produkt Teamboard geben. Vielen Dank, Axel. Ja, vielen Dank für die paar Minuten, die ich bekommen habe. Was ist Teamboard? Teamboard ist zunächst mal eins, nämlich das, was man jetzt gerade schon direkt sieht, nämlich Leinwandersatz. Das heißt, ich kann mit jedem herkömmlichen Beamer, das ist das Interessante dabei, drauf projizieren, kann Bilder zeigen, kann Präsentationen zeigen, kann Filme zeigen. Geht so weit, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt in PowerPoint, in dem Fall haben wir sogar PowerPoint 2007 drauf, mit dem Betriebssystem Vista, will auch sagen, dass das Teamboard Draw, die Software, die mit dem Teamboard zusammengeliefert wird, auch bereits Vista-fähig ist. Ja, in dem Fall bei PowerPoint 2007 gehe ich jetzt in den Präsentationsmodus, kann durch Antippen der Oberfläche entsprechend den Seitenwechsel generieren und kann jetzt auch mal, wenn ich der Meinung bin, ich müsste was zu dieser Seite Spezielles sagen, über diese Aktion leiste eine frei bewegliche Toolbar.